So nennen wir Halloween hier im Puppenhaus. Und an Katzoween basteln wir gemeinsam gruselige Dekorationen mit unserer Freundin Babybox. Aber ich kann sie nirgendwo sehen. Ja, wo mag das Kätzchen denn sein? Fröhliches Katzoween. Das war eine tolle Überraschung, Babybox. Oh, danke schön. Miau. Seid ihr bereit für schaurig, gruseliges Basteln? Oh, ja. Was werden wir basteln? Ich zeig's euch. Heute machen wir Katzoween-Laternen. Die sind schaurig schön, Babybox. Sehr katzoweenlich. Also los, gemeinsam basteln wir Laternen für all unsere Kätzchenfreunde. Ihr braucht orangefarbiges Seidenpapier, einen schwarzen Marker, einen Plastikbecher und euren treuen Klebestift. Halt, wo ist mein treuer Klebestift? Ich weiß, dass ich ihn gerade noch hatte. Oh. Buh! Ah! Danke, Pandi. Das war gruselig und hilfreich. Zuerst zerreißt ihr das orangefarbene Seidenpapier in kleine Schnipsel. So wie ich. Schnipsel, Schnipsel. Schnipsel, Schnipsel. Als nächstes klebt ihr die kleinen orangefarbenen Schnipsel auf den Becher. Boop, boop, boop. Seht ihr? Wenn ihr fertig seid, malt ihr ein süßes Kätzchengesicht. Meins ist glücklich. Meins hat ein überraschtes Gesicht. Und meins ist total albern. Zum Schluss legt ihr eine leuchtende LED-Kerze hinein, um die Katzoween-Laterne zum Leuchten zu bringen. Tada! Fertig sind die Katzoween-Laternen! Ich kann es kaum erwarten, sie unseren Freunden zu zeigen. Ja, genau. Sie werden total ausflippen. Boom! Ah! Hey, Leute. Guckt mal, was wir für euch gebastelt haben. Hoho, abgefahren. Oh, gruselig. Oh, wow, guckt mal, wie das leuchtet. Danke, dass du mit uns diese spuktastischen Katzoween-Laternen gebastelt hast. Gern geschehen.